müssen wir eigentlich wieder auch in diesem... Ne, wo sind wir denn hier? Wer bist du denn? Was bist du denn? Hey, wollt ihr meine Sammlung sehen? Ich mein, was meint ihr? Cool, nicht? Eine Qualle. Es ist eben leider nur eins der Viecher. Ich sammle selten Lebensformen. Wenn ihr welche findet, bringt sie mir. Okay. Habe ich was? Seltener Fisch weggegeben. Ah. Ah, der ist echt selten. Ist der für mich? Vielen Dank. Ho, ho, ho. Okay, wir haben schon einen gehabt. Es gibt fünf. Der wird wahrscheinlich dann selten davor stehen, ne? Gehen wir erstmal hier weiter. Ah. Das ist echt ein bisschen anstrengend, dass der mal so angezogen wird. Hallo, was mit dir? Du hast ein Kujara gefangen. Wo muss ich denn damit hin? Hierhin wahrscheinlich, ne? Ja, Kujara-Waschanlage. Verschlossen. Hier ist noch ein Haus. Gipfelschuppen. Ah. Hey Leute, willkommen! Hallo? Oh, ich habe mich nicht vorgestellt. Ich bin Fam. Dies ist meine Ranch. Schön, euch zu sehen. Fam, ist die Gondel zum Wald fertiggestellt? Schon, aber... Was denn? Seht selbst! Ja, da fehlen drei Kujaras. Boah, was ist das? Damit sammelt man die statische Elektrizität des Kujara. Oder Kujara. Statische Elektrizität? Sind das die kleinen Schläge, die man kriegt, wenn man Sachen aneinander reibt? Stimmt, du bist schlau. Hinter dieser Felswand baue ich eine Gondel zum Wald. Aber die Wand ist zu hart und ich kann sie nicht normal durchbrechen. Und mit der statischen Elektrizität willst du sie sprengen. Wow! Du bist echt schlau, Kleiner. Du hast recht. Aber zum Sprengen brauche ich eine ganze Menge Elektrizität. Dazu brauche ich Kujaras. Wenn es kalt ist, bekommen sie lange Haare mit viel Ladung. Hm, mal sehen. Ich glaube, drei müssten reichen. Wir müssen sowieso alles nach Schweinetaschen absuchen. Lass uns ihm helfen, Tombi. Das ist aber schon ein sehr kleiner Käfig. So, was ist eigentlich hier drüben mit diesem Klotz? Kann man den kaputt machen? Nee. Gut. Ein anderes habe ich auf jeden Fall auch schon gesehen. Ich glaube, das zweite war auch dabei. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Quatschen wir mal gerade mal mit ihm noch. Oh.
Leiter hebt man mit dieser Kurbel. Die Stimme kenne ich irgendwoher. Aber jemand hat das Sechseckrad geklaut. Wenn du mir das bringst, ziehe ich die Leiter hoch. Das hört sich echt ein bisschen nach Benjamin Blümchen an, ne? Beziehungsweise Mr. Krabs oder wen der Synchronsprecher auch noch immer weiterhin gesprochen hat. Gut, dann wäre das hier oben auch schon abgehandelt. Wow, da oben ist echt viel. Wow, wow. Wow. Ja gut. Dann würde ich sagen, ab da hoch, ne? Oh, was ist das für eine Tür? Verschlossen. Schade. Das war so klar. Das war so klar. Das ist so. Hör mal auf, dich da dran zu ziehen. Lebenselixier, okay. Ah, da ist das Sechseckrad. Große Mahlzeit. Das war klar, dass wir das nicht wegkriegen. Das ist die Ölschmiere. Ja! Habe ich den jetzt getötet? Ja, sieht ganz danach aus. Oh, das ist aber nicht schön. Was ist das? Werkzeugschuppen. Warum blinkt das? Große Sicherung erhalten. Waschmaschinensicherung. Ah. Aber Schuppen ist doch verschlossen, wo die Waschmaschine für die Dinger drin ist. Oder ist das quasi der Schlüssel? Ich weiß es nicht. Kleine Fliege hier. Leck mich doch. Trink mich mal. So, was mit dir? Im Wald hinter der Ranch gibt es komische Früchte, von denen man lachen oder weinen. Oh nein. Wie kommt man denn da dran? Das ist wieder so ein... Mann, ich weiß es nicht. Kann man das da runterschieben? Natürlich kann man das da runterschieben. Aber ich bin anscheinend nicht stark genug. Da brauchen wir bestimmt so Schneeschuhe oder sowas für. Habe ich sowas? Irgendwas Schuhtechnisches? Nee. Thank you.
Ende. Ich vergesse immer X zu drücken. Eieiei. Ach, hier sind wir jetzt. Normalerweise müsste er eigentlich wieder voll sein mit Energie. Ja. Oh, das ist doch mega ätzend, ey. Wo kommst du denn her, du Pisser? Ich lasse dich einfach eingefroren. Wie guckt man denn da dran? Das war verschlossen. Schlossen. Tja. Achso, genau, ich wollte. Wie komme ich denn da hin? Ja, ich... Scheiße. Ach, Mann. Aber hier, das heiße Wasser kann ich auch schon mal abhaken. Versuche jetzt nochmal an dieses... Mit diesen einen Kartoffel an das eine versteckte Vieh da dran zu kommen. Wie kommt man überhaupt da oben hin? Ich habe das Gefühl, wir kriegen ja irgendwie Sprungschuhe oder sowas. Aber wie sollte man sonst. Ach, das ist schon wieder eine. Ach, egal. Andere Richtung, dreh dich schneller, bitte. Dankeschön. Okay, einfach nach oben drücken funktioniert nicht. Ach man, ich bin doch auch dumm, ey. Andere Richtung. So, wenn das von ihr aus jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Hm.
Ich habe das Gefühl, man müsste für klein sein. Moment. Das Ei ist wieder hier und. Ach, Mann. Ich bin das auf Eier. So, ich wollte jetzt hier gerne abspeichern. Ja. Ja. Ich weiß nämlich nicht weiter. Und ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Aber ich möchte ungern nachgucken. Ich lasse mir dann lieber von euch helfen. Dann haben wir so ein bisschen Interaktion, ne? So. Gut. Ja, dann hoffe ich, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Und ja, hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!